Wir wurden heute gerufen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B294 Neuenbürg-Höfen. Da war ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Vorgehensweise der Feuerwehr war, die verunfallten Fahrzeuge zu prüfen, ob die beteiligten Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen oder eingeklemmt sind. Beide Personen waren frei, aber schwer verletzt. Wir haben den Rettungsdienst unterstützt bei der Betreuung der verletzten Personen bzw. der Verbringung der Personen in die Rettungswegen. Dann sind größere Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen, vor allen Dingen Motoröl. Da war die Problematik, dass wir dann gucken mussten, dass das nicht über die Ablaufschächte der Fahrbahn in die Enz einläuft und des Weiteren dann das Auffangen und Abbinden der weiteren Betriebsstoffe. Aktuell sind wir dabei, die Fahrbahn zu reinigen, grob zu reinigen. Da kommt noch eine Fachfirma, weil die Verunreinigung so großflächig ist, dass man es richtig sauber bekommt. Die Personen waren noch im Fahrzeug, aber frei. Eine Person war außerhalb des Fahrzeugs. Wir haben kein schweres Gerät benötigt, um die Personen aus den Fahrzeugen zu bekommen. Wir haben jetzt noch die Grobreinigung. Dann müssen wir die Einsatzstelle noch ausleuchten, bis der Verkehrsunfalldienst die letzten Aufnahmen gemacht hat. Dann erwarten wir den Abschleppdienst und dann zum Abschluss noch die Reinigungsfirma. Nein, 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 nein